Gut, dann stürzen wir uns wieder rein nach der kurzen Pause. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit dem Controller. Ich habe da ein bisschen durchgeputzt und jetzt schauen wir mal. Also ich weiß gar nicht, ob ich die Taste irgendwie runternehmen kann oder... Ich weiß gar nicht, das traue ich mich gar nicht. Auf jeden Fall ein bisschen durchgelüftet. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Wenn nicht, dann ja, muss ich jetzt erstmal damit leben. Was soll's. Und wir porten uns gleich hier runter. Weil wir gehen jetzt auf die Insel. Bam, 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 bam. So, ich teste das gleich mal. Anscheinend funktioniert's. Gut, ich will es gar nicht heraufbeschwören. Ich lasse es mal so und dann, ja, wir werden es eh sehen. Mitten im Kampf dann. Ich spüre es eh dann. Ich habe es beim Stab auch ganze Zeit gespürt. Ich dachte immer, das liegt an der Animation, dass er dann nicht sofort angreift, aber... Ja. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Aber sicher doch. So, gut. Also hier, wie heißt die Insel? Insel Salamis. Salami, Salami, Salami. Salami Kiss. Da gehen wir jetzt hin. Machen die ganze Fragezeichen. Und wir haben sogar noch einen Kultisten. Den können wir auch gleich erledigen. Bitte was? Welche Erweiterung ist die? Slame? Was? Verwirr mich nicht schon wieder, Vicky. Please. Salami? Welche Erweiterung ist die Salami? Ich verstehe die Frage noch nicht. Was heißt welche Erweiterung? Du meinst Nedon oder was? Dass das Nedon ist, die Salami oder was? Ach so! Ach so, meine Güte, für den Chat Salami. Das die Emojis, okay. Am 7TV. Heißt das. So, wie findest du den Teil? Servus Martin! Bist ja laut Level so etwa im ersten Drittel der Gesamtwelt. Hauptsache weiß ich natürlich nicht. Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen overleveled. Martin. Wir sind noch immer erst in Attika. Ich war jetzt auf der, also wir waren auf hier auf der Insel, Seriphos, dann ja das hier auch. Da haben wir Cassandra getroffen. Also das zweite Mal dann. Da hat sie mit uns dann gesprochen. Ja, jetzt waren wir bei Pericles. Wir sind ein bisschen overleveled. Ich mache halt wie in Origins mache ich halt alles, ne? Und dann mache ich ja... Alles klar, also noch nicht mal ein Viertel der Welt. Das ist absolut korrekt. Ich mache halt alles, ich kill jeden Söldner und keine Ahnung. Die Nebenquests mache ich auch immer wieder und ja. So kommt halt ein bisschen was zusammen, ne? Here we go, genau. Jetzt funktioniert's. Aber bis jetzt gefällt mir das Spiel richtig gut. Hammergeiles Game, wirklich. So ein geiles Game.
nochmal, da haben es nochmal einiges verbessert aus Origins. Und vor allem auch erweitert, ja. Also viele Mechaniken sind dazugekommen. Das ist schon geil. Das ist schon sehr, sehr geil. Salami-Kiss. Zu gut. So, hier haben wir nochmal so einen Rack. Oh, da sollte man vielleicht wieder den Speer nehmen. Falls Haie schwimmen, und es werden Haie. Unten werden Haie auf uns warten. Bin ich mir relativ sicher. Es war doch immer so bis jetzt. Was für Salami? Ich glaube, es hat nichts mit mir. Nein, hat nichts mit dir zu tun. Das ist, ich weiß nicht, ob du Better Twitch TV kennst oder 7 TV. Das sind so, Emotes. Emote-Erweiterungen. Und Salami ist halt so ein bekanntes Emote davon. Aua. Einmal noch. Better Twitch TV habe ich installiert. Und dann gibt es noch 7 TV, heißt es. Ich finde 7 TV tatsächlich besser, weil da kannst du zig Emotes draufladen. Bei Better Twitch TV hast du. Also, man kann beides haben. Also, das ist kompatibel, dass man beides haben kann. Nur bei 7 TV hast du, ich weiß nicht, kannst du 500 Emotes oder so draufhauen. Und bei Better Twitch TV hast du. Bist du halt limitiert. Ich glaube, auf 15 Emotes oder so. Das kriege ich nicht da unten. Das ist irgendwie verbuggt. Und wir sind fertig. Die armen Tiere, die hier für ihre Seelen verloren haben. Denen geht's gut, Vicky. Ich bin mir sicher, denen geht's gut. Das sind gute Emotes. Der Großteil der Streamer nutzt das eh auch schon, 7 TV. Was halt schon auch Vorteile hat, ne? Und hat's geholfen, was auch immer du gemacht hast? Ja, ich habe einen kurzen Test gemacht und da ging alles jetzt. Ich habe ja so ein Druckluftgerät zum Tastaturputzen und PC und sowas. Und da habe ich ein bisschen durchgepustet. Und jetzt schauen wir mal, ne? Ob es was geholfen hat. Jetzt ist seine Cam immer mal wieder unscharf.
Ich glaube, das liegt an der Bitrate. Aber daran kann ich nichts machen. Also, umso mehr Zeug du auf dem Bildschirm hast, umso unschärfer wird das Bild, ne? Das ist eh klar. Und da Twitch nur 6000 erlaubt, ist man da halt limitiert, ne? Was, aber meine Cam ist unscharf? Das Spiel ist scharf. Aber meine Cam ist unscharf. Echt jetzt? Oder willst du mich schon wieder verwirren, Vicky? Ja? Sind wir Marmorsteinbruch von Salamis? Da unscharf. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jetzt scharf. Wenn ich still stehen bleib, dann wird's scharf. Wahrscheinlich, oder? Das liegt an der Bitrate. 100%. 100%. Es liegt 100% an der Bitrate. Ich kann nochmal schauen. Willkommen zurück. Fokus habe ich eh ausgeschalten. Wenn ich einen Fokus einschalte, dann wird es manchmal unscharf, aber... Ja, das verpixelt meine Cam auch nicht, klar. Das betrifft ja den ganzen Stream. Ja, das ist halt... Vor allem bei so, genau, bei solchen Sachen, ne, wo viele Gräser sind und so. Sehr viele Pixel und so, ne? Und dann auch noch schnell. Und dann, jetzt wird meine Cam wahrscheinlich komplett unscharf sein, oder? Ja. Wo bin ich jetzt? Hier runter muss ich. So. Na, das hat nichts mit dem Greenscreen zu tun. Das hat auch. Das wird auch ohne Greenscreen so sein. Das ist die Bitrate, ja. Ich würde ja gern mehr machen, aber Twitch erlaubt es halt nicht, ne? Da ist YouTube schon besser. Ich glaube, YouTube hat da mehr, was das angeht. Twitch ist dann noch ein bisschen geizig, was das angeht. Also ich stream eigentlich auf maximaler Qualität, was geht, ne? Also was mir möglich ist. Du. Ich habe 60 FPS im Stream. Also für den Stream. Aber das hat ja auch jetzt nicht direkt was mit der Qualität zu tun. Also schon, aber jetzt nicht direkt mit der Bitrate halt. Oh no. Oh, er hat es nicht mitbekommen. Warte, wer ist denn das eigentlich hier? Lesen wir uns kurz durch, wenn wir hier erledigen. Der Brison. Wie es bei jungen Männern, die zu hübsch, zu reich oder beides sind, stets der Fall war, lebte Brison als Schwächling, der sich zu leicht von anderen ausbeuten ließ. Im Kult sah er eine Möglichkeit, dies alles zu ändern. Er würde stark, gefürchtet und geachtet werden. Im Gegenzug schwor er dem Kosmos, jeden zu foltern und umzubringen, der sich dem Kult entgegenstellte. War das nicht der, den wir beschützt haben? Wo wir da drin waren. Ja, und weniger wäre auch kacke, wenn es immer
hakelt, ja. Also wie gesagt, das von der Qualität her. Ich bin auch eigentlich zufrieden, also. Oh mein Gott, meine RB-Taste funktioniert nicht. Es geht nicht. Oh Gott, ich könnte kotzen. Das ist so scheiße. Wir haben hier die Spartiaten. Ab dem Alter von 7 Jahren durchliefen spartanische Jungen eine staatlich finanzierte kulturelle und militärische Ausbildung namens Agoge, mit dem Ziel, disziplinierte und pflichtbewusste Soldaten heranzuziehen. Wir haben die Barbaren, ne? Könnten Spartiaten auf unserem Schiff draufhauen. Machen wir das mal. Passendes Emote. Oh mein Gott. Viel Speedrate, man. Viel Speedrate, man. Was für ein Trollshit. Was? Oh mein Gott, er greift nicht an, meine RB-Taste. Scheiße. Boah, ist das nervig. Jetzt rennt er davon. Das gibt's nicht. Wann rennt er denn? Dein Ende. Dein Ende ist nah. Nein, nicht runterfallen. Oh nein. Oh. Ich dachte, der hätte sich reinpackt. Das war ein Vergnügen. Das war's mit Prison. Der Prison. Der Weise ist in die Politik Athens verstrickt. Aha. Der Kultist ist ein Anführer, der sich einer Rebellion auf Delos gegenüber sieht. Hilft den Leuten in der Nähe. Okay. Hier unten. Der Kultist ist ein brutales Schwergewicht. Setze deine Odyssee fort. Warum funktioniert das manchmal mit der RB-Taste nicht? Das nervt so. Muss ein neuer Controller her. Bleibt nichts anderes übrig. Muss ich mehr schleichen und nicht kämpfen? Oder ich muss drauf hämmern auf die Taste. Oder kann ich die. Kann ich nicht hier. Oh mein Gott, meine RB-Taste! Kann ich hier nicht
Zielaktion halten. Das ist nur für die Tastatur. Kacke. Ah, hier. Leichter Angriff. Parieren. Achso, ja, parieren wäre dann auch. Meine Güte. Oh Mann, ich will das nicht. Ich habe mich schon so dran gewöhnt. Egal, ich. Egal. Dann greife ich halt manchmal nicht an. Blöd wird's nur beim Parieren dann, ne? Wenn das dann nicht funktioniert. Aus! Bei der nächsten Pause oder beim oder nach dem Stream werde ich gleich mal einen Controller bestellen. Sorry, Wuff, Wuff. Der Legendary? Also können wir ihn ruhig eliminieren. Dam, dadam, dadam. Warte, ich kann es gleich hinzufügen, Finny. Ja, kein Problem. Warte mal kurz. Emote nutzen. So. Ist er jetzt drin? Wenn ich auf Emote nutzen klick? Ja. Sollte drin sein. 300 Emotes können wir freischalten. Sollte jetzt drin sein. Ist egal, ich hab's einfach reingeben. So, dann sind wir ja noch nicht fertig. Wir haben noch ein Rätsel irgendwo. Ah, da oben.
Noch ein paar Slots, ja. Weil es Trollshit ist und er ja gern trollt. Ja. Es ist drin, es ist drin. So. Dann haben wir den Marmorsteinbruch. Jetzt gehen wir mal in die Stadt. Oder machen wir zuerst hier das Fragezeichen und dann in die Stadt. Ganze Zeit RB übrigens. Es funktioniert nicht. Ah, jetzt. Muss da echt drauf smashen. Muss mir angewöhnen, da drauf zu smashen. Bin normalerweise nicht so der Button-Smasher, aber. In dem Fall geht's nicht anders. Smash it. Mehr Dark Souls spielt. Da wird Button Smashing bestraft. Naja. In manchen Spielen. Deswegen habe ich mir das auch abgewöhnt eigentlich, ne? Mitbekommen. Auch interessant hier. Da können wir durch. Oh, aber man sieht halt echt nichts, ne? Oh Gott, na klar sind da Schlangen wieder. Verdammt. Kommen wir irgendwie nicht rein. Oder? Nein. Zumindest hier mal nicht. Die Tür kann man auch nicht irgendwie anzünden. Hier haben wir auch nichts. Gut, dann müssen wir weiter. Müssen wir erstmal weiter.
Hier kommt man auch nicht durch wegen dem Teil. Teile zünden wir an, damit wir wissen, wo wir schon überall waren. Okay, da gibt es einen Durchgang. Hier auch. Und hier auch. Hier irgendwo hoch. Ah, hier geht's hoch, okay. Gut, dann drehe ich nochmal um. Schau ich hier noch lang. Oh. Oh, ist das gemein. Oh, ist das gemein. Oh mein Gott, ist das gemein. Ist das eine fiese Falle? Und dann schlägt er auch nicht, weil ich RB gedrückt habe. Und er macht einfach nichts, er steht neben der Schlange. Verdammt! Aber ist ja nichts passiert. Hätte es gerade eine gratis Akupunktur bekommen. Na gut, die haben wir schon gespürt vorhin, gerade eben. Muss nicht nochmal sein. Epic-Truhe, Spurenleser-Kapuze. So, und das ist die Tafel hier. Da kriegen wir wieder einen Fähigkeitspunkt.
Ja, eine Kapuze, aber keine Zipfelmütze, ne? Allerdings keine Zipfelmütze. Jetzt muss ich noch das... Das eine da unten, das habe ich ignoriert, weil ich dachte, das wäre die Tafel. Ach, du Drecksvieh. Wo schön durchwirbeln. Und noch einer, da. Das finden wir auch noch an. Ups. Sehr schön. Gut. Dann sind wir hier fertig. Hier hoch. Was? Bringe mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% einen angreifenden Gegner ins Taumeln. Das ist cool. Kriegerschaden. Athena Held. Na, da ist das eigentlich. Ist das eigentlich besser? Wir warten noch auf das hier. Auf den 36, auf die 36er Brust. Na, no. Ja, ja, die sieht ganz cool aus, ja, ja. Die hatten wir schon. Die hatten wir schon eine Zeit lang. Aber können wir theoretisch ja eh auch. Hier uns morgen, also hier so dieses, ich sag den Begriff von WoW, weiß nicht, halt den Skin können wir uns drauf tun. Gibt's aber eigentlich ganz coole Helme. Ich lasse aber immer das Standardding. Damit man auch immer irgendwie so eine Veränderung hat und man wechselt auch, das ist auch schön. Man wechselt ja auch relativ schnell immer die Items, deswegen ständig dann irgendwie so. Ah ja, das ist auch ganz cool. Das gefällt mir auch. Mm-mm.
Schwarze Tuch, ja, auch richtig nice als Attentäter. Das ist halt so richtig assassinenmäßig, ne? So, wir brauchen eher einen Schmied. Ich würde gerne wieder mal was verkaufen und so. Wenn ich jetzt richtig, ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Das war knapp. Damit bin ich 24/7 rumgerannt, aber auch noch das schwarze Zeug dazu angezogen. Ja, ich bin auch ein Fan von Schwarz. Von schwarzen Outfits. Hier dieses Fragezeichen. Dann schauen wir jetzt mal in die Stadt hier zum Schmied. Der ist ja nicht so weit weg. Weißt du, wo es auch richtig gutes Outfit geben wird? Also gute Outfits geben wird? Im japanischen Assassin's Creed. Da wird es auch richtig bombastische Outfits geben. Unser Lieblingsstreamer macht gerade 17 Stunden Stream schon. Wieso könnt ihr das nicht? Ja, gut. Er ist einfach ein besserer Streamer. Niklas, was sollt ihr sagen? Einfach, er ist einfach besser. Sei gegrüßt! Holz wird immer gekauft. Sonst kein Legendary hier. So, und das Teil. Die Teile werden verkauft. So, dann noch mal gravieren hier. Auf dem Schwert habe ich immer Hellenschlag. Mal auf dem Speer den Spatiatentritt, oder? Ja. Machen wir das. Hier haben wir den Verwüsterschuss. Passt. Irgendwie keine Pferdeskins mehr. Schade. Passt allerdings nicht ganz in die Spielwelt, weil es ja eher ziemlich warm ist dort, aber das war mir egal. Ja, gut. Muss ja nicht immer... Wobei, naja. Ja gut, das Schwarz ist vielleicht nicht so gut für so warme Gebiete, aber ansonsten
In Afrika tragen sie ja auch lange, lange Gewänder und so, ne? In der Wüste. Von dem her wird's passen. Kann er nochmal drauf, vielleicht muss ich dann nur ein bisschen stärker draufhauen, dass der wieder funktioniert, weil ich habe gerade wieder drüber nachgedacht. In Origins hatte ich ein ähnliches Problem mal, dass meine RB-Taste irgendwie geklemmt hat oder nicht funktioniert hat und dann war es auf einmal wieder weg. Aber ich weiß nicht, wie ich das... wie ich das wieder in Ordnung gebracht habe. Ich habe keine Ahnung. Tochter der Artemis. Aha. Das ist aber zu weit. 2200. Das machen wir. Alles andere lassen wir. Ist das zufällig hier in der Nähe? Hier oben. Ah, da müssen wir eh noch hin. Perfekt. Machen wir aber nicht jetzt. Jetzt gehen wir noch da runter. Das hin und wieder mal immer wieder ein bisschen testen. Wenn ich rausfinden will, vielleicht ist es auch einfach nur, die Taste ist schon ein bisschen größer, ne? Vielleicht ist es nur, wenn ich auf einem bestimmten Punkt irgendwie drauf drücke. Ja, zum Beispiel da ganz hinten geht es nicht. Hier geht es jetzt auch nicht. Na, das ist komplett random. Das ist so. Ich muss einfach spammen. Es nervt mich halt. Es nervt. Habe immer versucht, mich authentisch zu kleiden, also so, dass man in echt nicht mega krass schwitzen würde. Wenn man ja permanent am Rennen, Klettern und Springen ist. Ah, okay, ja, die Version. Ja, ja. Die versuche ich auch ein bisschen zu wahren. Zum Beispiel, also was bei mir zum Beispiel der Fall ist, ich würde jetzt nicht hier Bayek und Aya auf mein Schiff holen, ne? Oder hier Eevee. Das, ja. Das finde ich irgendwie schwachsinnig, deswegen habe ich das gelassen. Also solche Sachen mache ich auch nicht so gern. Geht nicht, da ist so ein Plastikknubbel am Bumper. Der verbiegt sich irgendwann, lässt sich nicht wieder richten. Verstehe eh nicht, wieso die das mit Plastik einbauen, aber man will ja neue Controller verkaufen. Echte Verschwörungsthese. Ja gut, ich meine, so verschwörerisch klingt das halt nicht, ne? Das ist halt... Andererseits, wenn das häufiger vorkommt, dann kauft man nicht mehr die Produkte. Also... Und vor allem beim Elite-Controller. Ich meine, das ist nicht der normale Controller, das ist der Elite-Controller. So, der ist ja nochmal
ums Doppelte teurer als ein normaler Controller, ne? Kostet, glaube ich, 100 oder so. 120 oder irgendwie sowas. Das geht mir halt nicht ein. Dass der nur ein Jahr hält. Aber das ist schon mein zweiter. Das ist schon mein zweiter Controller. Mein zweiter Elite-Controller. Ich werde sicher keinen Elite-Controller mehr kaufen. Das mache ich nicht mehr. Wenn der ständig kaputt geht oder irgendwas anders ist oder irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel beim ersten hatte ich das Problem mit den Triggern, dass immer wenn man nach in eine Richtung zielt und dann irgendwie zurücklässt, dass der dann irgendwie so nach rechts noch, ich weiß nicht mehr wieder, heißt das Rubberbanding? Ich glaube, wir haben da eh mal drüber gesprochen. Ich glaube, es war eh Rubberbanding. Das war so ein großes Problem auch beim 1er, also bei der ersten Version vom Elite Controller, und das ist jetzt der 2er, die 2er Version, und die hat jetzt auch nicht lang gehalten. Das ist einfach Dreck. Es tut mir leid. Aua, ja. Geplante Obsoleszenz ist doch normal mittlerweile. Obsoleszenz. Kann ich schreiben. Ja, schon wieder mit seinen schwierigen Worten hier. Aber ja. Es ist halt so ein Marketingstreich. Kommt bei allen Controllern vor, es sind immer die Bumper, die zuerst nicht mehr funktionieren. Da ist fast nur immer so Plastikzeug drin. Apple hat damit angefangen, wenn ich jetzt so zurück überlege. Und Apple-Produkte sind eigentlich auch ziemlich teuer, du zahlst ja eigentlich mehr oder weniger die Hälfte nur für Namen, ne? Dafür stehen sie mit ihrem Namen. Produkte sind aber geil, liebs. Ja. Ich bin kein Fan von Apple. Das ist immer so eine extra Wurst ist. Vielleicht kaufe ich mir irgendeinen No-Name-Controller, einfach mal so. So aus Spaß, und der wird dann 5 Jahre halten. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Weggenickt, habe ich was verpasst? Puh. Kann ich dir nicht sagen, ob du was verpasst hast, Roland. Extrawurst macht sich bezahlt, reichster Konzern der Welt. Na gut, wobei der Ruf auch schon von Apple, der Ruf ist auch nicht mehr der allerbeste, sage ich ganz ehrlich. Also der Ruf war schon mal besser von Apple. Ja, dass es denen gut geht, ist eh klar. R1 hängt immer noch, ja. RB ist es eigentlich, ja, beim Xbox Controller. Aber ja, er hängt immer noch. Mein Standard-Controller
der bei der Xbox dabei war, hält jetzt seit über 2 Jahren. Vielleicht soll ich mir auch so einen Standard-Controller holen. Aber Elite nicht mehr. Nope. Was machst du denn da? Dein Todes! Oh, wieder wegfliegt. Aber es ist ganz komisch, ey. Manchmal funktioniert es und manchmal nicht, ne? Oh, er stirbt. Ich wollte ihn eigentlich auf mein Schiff holen. Dann habe ich zu viel Schaden gemacht. Es tut mir auch leid, dass ich die ganze Zeit so rumheul wegen dem. Aber es ist halt wirklich... Weißt du, wie es schlagen? Du drückst etwas und er macht's halt nicht, ne? Das ist ein Trigger, ne? Ich will eigentlich nicht die ganze Zeit da jetzt rumheulen, deswegen. Ich kann's eh nicht ändern. Ich hab's probiert zu ändern, aber es geht eh nicht. Also, von dem her... Kann es sein, dass wir schon mal über die Qualität von Elite gesprochen haben? Ja. Ja. Das ist verständlicherweise mega nervig. Ja. Naja. Gut. Wie gesagt, kann man eh nicht ändern. Ich werde mich noch vielleicht ein bisschen ein paar Mal drüber aufregen, wenn es passiert, aber verzeiht es mir. Ich denke, die meisten Gamer fühlen deinen Schmerz. Ja, ich glaube, da kann sich jeder gut reinversetzen, ne? Jeder hat ja immer, also jeder hat irgendwann mal ein Hardware-Problem, ne? Wenn irgendwas dann nicht funktioniert. Dann habe ich dir damals vermutlich auch schon abgeraten. Roland, das Ding ist, die normalen Xbox-Controller waren ausverkauft zu der Zeit, wo ich einen Controller gebraucht habe. Das habe ich dir damals aber eh auch schon gesagt. Also ich hätte mir einen normalen Controller gekauft, aber es gab keinen normalen. Es gab nur diese No-Name Fake Controller, aber da war ich mir halt nie sicher, ob das dann eh auch reibungslos mit Windows und so passt und ob das bei jedem Game dann auch funktioniert. Fürs Rumweinen erwarte ich Entschädigung in Form von 20 Stunden plus Stream. Irgendwann mal, Niklas. Und Mary, Servus, Ahoi, Ahoi. Ich hätte mir den Elite nicht gekauft. Nach dem ersten Desaster hätte ich mir den nicht gekauft. Wegen diesem Rubberbanding. Und ja. Dann beim zweiten, da stand dann Version 2. Dann habe ich mir gedacht, okay. Es sind sowieso alle Controller ausverkauft. Und eine zweite Version, da wird das schon nicht dabei sein. Es war auch nicht dabei. Aber jetzt haben wir halt das. Er war ein Jahr, war der super eigentlich. Aber ja. Jetzt haben wir den Salat mit der Taste. Naja, gut. Ich troll eh nur, weil ich Channel Points akkumulieren will. 125k noch, holy shit.
Das ist heftig. Dass du so viel, dass du schon so viele Punkte hast. Hab ich so viel gestreamt? Version 2 war einfach doppelt so enttäuschend. Das kann ich nicht behaupten tatsächlich. Weil bis auf diese Taste jetzt ist der voll in Ordnung. Ich finde, der fühlt sich geil in der Hand an und keine Ahnung. Ich meine, ich bin eigentlich so eher der PlayStation-Controller-Fan. Aber ich habe mich an den gewöhnt und es fühlt sich auch eigentlich ganz gut an. So, keine Ahnung. Also, was heißt PlayStation-Controller-Fan? Ich hatte halt immer nur PlayStation-Controller in der Hand. Xbox war ja damals nur, hatte ich ja nur die 360. Und PlayStation hatte ich jede Version. Und ja, ich habe mich jetzt dran gewöhnt und das ist auch eigentlich, ich meine, er sieht auch eigentlich ganz gut aus, ne? Es ist auch so ein Gummi da drauf, das ist auch ganz angenehm für die Hände. Und ja, es ist nicht nur Plastik. Deswegen fühlt sich der schon geil an, ja? Nur die Tasten. Ja, wenn die nicht, wenn die eine Taste da nicht wäre, ne? Ich habe gar keine Punkte. Ja gut, du hast ja auch eines, du hast ja auch jetzt was gekauft, ne? Haltbarkeit gleich 0, aber warum soll das anders sein so? Das verstehe ich. Warum ist der so viel anders als der, Ah, hier waren wir ja schon. Wir haben ja schon alles gemacht. Jetzt vom Quatschen habe ich gar nicht gemerkt, dass wir da hier schon fertig sind. Hier komplett fertig, wunderschön. Insel Salamis fertig. Jetzt haben wir noch den Teil hier. Heilige Ebene der Demeter. Dann sind wir mit der Attika fertig. So, was ich sagen wollte ist, warum der Controller, der teurer ist, einfach schlechter in Sachen Haltbarkeit ist als der normale Controller, das verstehe ich nicht. Ja, die PlayStation Controller sind wirklich, also ich habe die auch seit Jahren und ich glaube, ich hatte nicht einmal einen PlayStation-Controller, der kaputt war. Das war... Vielleicht zu PlayStation 2 Zeiten mal. Aber sonst kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht war das auch Eigenverschulden, das weiß ich nicht mehr. Beste Live mit Sticks in der Mitte. Ja, das ist halt alles Geschmackssache. Ja, ich bin's halt auch gewöhnt. Eher PlayStation Controller, also jetzt so. Und los. Grundsätzlich, jetzt mittlerweile habe ich mich an den Xbox Controller gewöhnt, weil ich ja nur noch am PC spiele, ne? Ja. Ich habe meinen Xbox 360 Controller seit mindestens 5 Jahren und der tut's noch. Ja, das ist ja das Komische. Ich höre das eh ständig. Meine Xbox 360 Controller, die waren auch immer top. Ja, da war auch nicht einer mal kaputt. Immer nur der Elite, das ist... keine Ahnung. Der Xbox Controller Elite. Ist einfach teurer und... einfach... Sachen Haltbarkeit. Eine Katastrophe. Mein zweiter schon.
Ja, ich mag die Symmetrie auch lieber. Da bin ich auf deiner Seite, Niklas. Das mit den Sticks halt, ne? Sony steckt mehr Geld in die Sachen, nehme ich an. Mein Bluetooth-Lautsprecher und Headset halten auch schon Jahre von Sony. Ah, das weiß ich nicht, ob die mehr Geld da reinstecken, aber ja. Mit Sony-Hardware hatte ich auch bis jetzt noch nie Probleme eigentlich. Aber ja, da macht halt jeder auch seine eigenen Erfahrungen und keine Ahnung. Das ist halt auch irgendwo Glückssache und Pech, ne? Pech und Glück. Sind die Leute im Hintergrund teilweise laut? Na gut. Der schreit ja, ne? Wen beten die da an? Okay. Eloisis, glaube ich, beten sie an. Zumindest mehr als Xbox. Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Also ich meine, die normalen Controller, die halten ja anscheinend auch relativ lang, ne? Achso, ich muss mit dem reden, ja. Sprich mit dem Politiker. Du hast eine Nachricht hinterlassen. Was ist passiert? Ein Sklave soll gebrandmarkt werden, weil er davongelaufen ist. Aber eigentlich ist er einer meiner Spione. In deinen Diensten gebrandmarkt werden? Ich hoffe, du bezahlst ihn gut. Ich kann ihn nicht öffentlich begnadigen, aber ich habe dem Archon einen Brief geschrieben. Ich hörte nur, dass die Strafe schon bald verhängt werden soll. Und ich soll ihn für dich befreien? Bei den Göttern, ja. Er muss befreit werden. Mach dir keine Sorgen mehr. Ich habe alles längst erledigt. Du hast deinen Teil der Abmachung erfüllt. Nun ist es an mir, das Gleiche zu tun. Nimm dies. Haben wir schon erledigt. Perfekt. Das ist perfekt. Ist auch immer eine Frage, wie man damit umgeht. Wenn man immer so jähzornig wie Tommy spielt, ist ja kein Wunder, dass das Ding nicht lang hält. Stark, Niklas. Ich werd mir jetzt wahrscheinlich eher auch einen normalen Controller, 360 Controller, ich hoffe einen USB Controller und ja, Wireless brauche ich eh nicht. Und dann schauen wir mal. Ich habe schon vorhin geschaut so ein bisschen, ob die überhaupt lagern sind auf Amazon. Ich glaube Mittwoch oder so hätte ich den dann. Also müsste ich schon noch ein bisschen ausharren mit dem jetzigen. Aber was genau ich mir dann hole, das muss ich noch genauer schauen dann. Thank you.
Assassin's Creed hat besonders viel Fußpotenzial, weiß ich aus zuverlässiger Quelle. Ja, ja, ich weiß auch, wen du meinst. Mein linker Controller auf meiner Switch nicht, der eiert jetzt schon manchmal rum. Muss mir manchmal den Controller rausholen, dass ich weiterspielen kann. Also hier diese kleinen Controller mal so. An der Seite. Weiß gerade nicht, wie die heißen. Ja. Eloises, welche großen Mysterien verbirgst du vor uns? In jedem Häuschen ein. Eine Truhe. Switch ist generell alles irgendwie ziemlich billig verarbeitet. Das stimmt, ja. Das stimmt. Auch die Station, wo du die Konsole reinsteckst, ne? Ist ja auch irgendwie so. Ich fühle sie an wie so billig Plastik irgendwie. Pelenos Schläger. Okay, den sollte ich vielleicht nicht töten. Vielleicht eine Quest dann dazu? Genauso der, ne? Das ist ein bekanntes Problem. Ich scheine da einer der wenigen zu sein, die gar kein Problem damit haben. Und ich habe das Ding seit Release. Ich habe auch kein Problem, aber ich habe es auch erst später gekauft. Ich glaube, ein Jahr später oder so habe ich mir die Switch geholt. Nach Release. Ein oder zwei Jahre sogar. Ich war echt spät. Wem immer in die Weichteile haut. So. Oh, Legendary? Oh, Pilgerkapuze. Nice. Oben gibt's auch noch was.
So, dann haben wir das auch. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Hier haben wir noch ein Fragezeichen. Hier haben wir ein Kopfgeld. Stifter. Gehen wir mal zur Nachrichtentafel. Vielleicht hat die irgendwas. Ich weiß nicht wegen den zwei hier. Soll ich die erledigen oder? Oder soll ich noch? Soll ich die leben lassen? Antikles und Pelenos. Ich lasse sie mal leben. Aufs Schiff kann ich sie eh nicht rekrutieren und angreifen tun sie mich auch nicht. Wir sind ja schon da. So. Künstlerische Mehrdeutigkeit, das ist in der Nähe, das ist in der Nähe. Wir nehmen einfach alles an. Komm. Nehmen wir einfach alles an. Hier, das Mysterium des Leidens können wir auch gleich machen. Aber wir sind ja Stufe 36, das heißt... Ja. Schwups. Neue Brust. Raufboltrüstung. Hat auch ganz gute Stats. Oh, das auch. Das ist auch nicht schlecht. Aber ist schwächer. Auch von der Rüstung her. Ja, kann man auch nehmen. So. Vom Schaden her wäre es gleich. Jägerschaden. Adrenalin pro Treffer. 4% für alle Schäden. Ja, lass mal das Krummschwert. Ich bräuchte dann nur mal wieder einen Schmied für die Gravuren. Oh ja, und stimmt, wir haben ja wieder Tafeln bekommen. Sogar 4 Stück. Und einen Fähigkeitspunkt auch. Können wir da wieder irgendwas verbessern? Da brauchen wir 5. Ah, ich heb sie mir noch auf. So, und hier gut gerüstet. Du hast eine Nachricht hinterlassen. Worum geht das? Ich sollte das Porträt einer attraktiven Athletin malen. Und natürlich habe ich sie nackt gemalt. Natürlich. Moment. Natürlich. Wer von euch war nackt? Nun, da liegt das Problem. Das Porträt ist fertig und ich traue mich aber nicht, es zu überbringen. Ihr Ehemann mag mich nicht. Das überrascht mich jetzt völlig. Er droht mir, einen Söldner zu schicken, der mich töten soll. Auch wenn ich mich nicht traue, das Gemälde zu überbringen, brauche ich doch das Geld. Was soll ich nur tun? Und ich soll sie überbringen. Ja, lass ihn nicht zu lange warten. Ich bin genau der Richtige. Du rettest mich. Mögen die Mäuren dir hold sein. So. Wieder zurück. Ich
Nehmen wir aber noch hier. Die Quest an. Oh, da sind ja Truhen. Boah, wie viel Zeug? Okay. Eins nach dem anderen. Die Truhen muss ich natürlich mitnehmen hier. Quest aber auch gleich abgeben. Eine Künstlerin sagte, du brauchst das. Hab Dank, Söldling. Hier, das ist für dich. Dankeschön. Langsam glaube ich, dass wir 300 Stunden brauchen werden für dieses Game. Weil ich mich von allem ablenken lasse. Also 200 sind auf jeden Fall drin. Da bin ich mir relativ sicher. Kannst du vielleicht gerade Hilfe gebrauchen? Söldling, mein Stück hat das ganze Publikum mitgerissen. Sie haben alle geweint. Ich habe mehr Talent, als mir gut tut. Und warum freust du dich nicht? Das Stück wurde verboten, weil es Leiden auslöst. Die Soldaten bewahren meine Schrift im Lager auf. Ach, gäbe es sie doch gar nicht. Ich muss sogar eine Strafe zahlen und weiß nicht wie. Das heißt also, ich soll dir ein paar Drachmen geben? Ja, jede deiner Drachmen hilft. Bedien dich. Kein Problem. Und die Drachmen haben wir schon wieder fast drin. So. Dann mal hier hin. Hm.
Was? Er hielt sich. Lieb. Direkt ein Söldner da. So. Das Gebiet wird sicher gut verteilt. Wie viele haben wir denn hier? Wahrscheinlich hier wieder so 5 Stück oder so. Und das Lager können wir auch gleich ausspähen. Perfekt. Okay. Nieder mit ihnen. Ich hab da was gesehen. Du hast gar nichts gesehen. Nein, du hast nichts gesehen. Oh, warum nicht? Mach doch ganz schnell. Angriff! Deine Güte ist vorbei. Wieder weg. Gib endlich auf! Wo ist denn der Typ hingeflogen? Hey Michi, servus! Der schon wieder. Da 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 da. Ist ein Aussichtspunkt. Oh, okay. Oh, dann sind wir fertig hier mit der Attika. Da können wir dann weiterreisen. Ich weiß eh noch nicht, wohin. Wohin genau? Weiß ich noch. Ich glaube nach Chios. Die Pirateninseln. Oder wir schauen mal wieder nach Kefalenia und begutachten die Seuche. Das könnte man auch machen. Die sich dort angeblich ausgebreitet hat. Boah, der schießt ihn direkt runter. Verdammt. Das ist nicht gut, ja. Die sehen die Leichen jetzt. Verdammt. Ja, die ist ja. Ja. Gut. Egal. Ja.
Arisch! Wo schießt denn? Sehr gut. Das ist halt das Problem bei diesem Verwüsterschuss, der hat so einen richtigen Wumms. Da kann ich die ganzen Speer nicht runtersnipen. Das ist eher... Da müsst ihr mir was anderes suchen. Da haben wir noch einen Löwen drin. Aua. Was fehlt denn noch? Eine Truhe. Ah, da oben. Da haben wir noch eine Quest. Na los. Gibt es etwas, bei dem ich dir behilflich sein könnte, Heilerin? Weißt du, was man erhält, wenn man ein rosafarbenes Buntblatt mit Wein mischt? Lass mich raten. Einen stärkeren Wein. Richtig. Darum will meine Schwester, dass ich ihr welche bringe. Sie will besonderen Wein für einen Händler herstellen. Du könntest dir die Blätter bringen, wenn du nüchtern bist. Könnte ich. Aber weißt du, wozu zu viele rosafarbene Buntblätter führen? Olympisches Waldkotzen. Also soll ich sie dem Kräutersammler bringen? Ja, wird nicht schwer. Muss nur unversehrt ankommen. Ich helfe dir. Du hast mein Wort. Die Götter schickten dich nicht ohne Grund hierher. Mögen die Mäuren dir hold sein. So, hoffentlich nicht zu weit weg. Ah, perfekt. Ja. Na los. Perfekt. Na los. Ruhig jetzt. Die Kräutersammlerin schickte mich damit zu dir. Ah, genau, was ich gebraucht habe. Hier, dein Lohn. Einen starken Wein. So, dann mal ab zum Fragezeichen da oben. Und dann war es das hier. Ella. Ella. So, was ist das hier? Okay, einige Wölfe. Sch-
Schauen wir mal rein. Grab von Eteokles. Oh, Schlange. Da können wir wieder durch. Oh, frech! Eieiei. Und hier kommen wir nicht durch. Wow. Wir haben direkt das Ende gefunden. So, also wo ist der Anfang? Ich habe extra nichts gesagt, Sakarima. Ich habe extra nichts gesagt. Ja. Du hast ja noch verkniffen, was zu sagen. Holy shit, 2000 Schnitzel. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, das ist ganz selten. 2000 Schnitzel. Bin schon wieder mehrmals RB drücken musste. Nur so am Rande. Warum drückst du nichts? Schau es nicht an. Aber jetzt ist es wieder ganz schlimm. Oh no, das gibt's nicht. Autsch. Dein Chat kennt man nicht. Ach, 2 Jahre gespart, jetzt wieder alles an einem Tag vergambeln, lohnt doch. Dass er auch mit 1 reintrollt, bodenlos. Hier kriegst du wieder die Mitleidsspritze, sag Arriva.
geht das mit dem Ad? Schau mal, ob du die 10 jetzt bekommen hast. Ich habe das noch nie probiert mit dem Ad-Zeichen. Zuckerriebe. Okay. Okay, hier gleich mal 200, gell, waren das. Hat er direkt wieder 200 dazu bekommen. Waren wir gerade? Okay, das haben wir geklärt. Dann mal hier weiter. Aber ich weiß noch, wo Niklas, glaube ich, 8. Waren das 8000, die du hattest? Na, oder? 8000 war es nicht, oder? 4000 oder irgendwie so. Und du hattest da die ganze Zeit. Nee, 8000 waren es nicht. Ich glaube, das waren auch so. 2000, 3000, 4000 irgendwie so, gell? 4 bis 6k, okay. Oh. Hier ist noch was. Mann, das ist so verwirrend hier. Das schaut echt so aus, als wären wir hier richtig. Ich gehe. Kann man da jetzt auch nochmal? Ne, da geht's nicht. Aber wir haben auf jeden Fall hier eine Mauer aufgemacht. Ah, okay. Also doch. Ich verstehe. Das müssen wir da reinschieben. Der Weg ist versperrt. Oh, schlag doch!
müssen immer auf irgendwelche Risse achten. Und auf Schlangen natürlich. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft hier. Attentäterhandschuhe. Nice. Beruhigt euch mal, Wölfe. Beruhigen sich nicht. So. Ich glaube, wir sind hier fertig. Eine Ziege erwartet uns auch. Ist das eine Opfergabe? Sag ich Dankeschön für dieses Leder. Oh, da sind wir, ja. Da waren wir vorhin. Und was ist hier drin? Hier gibt es auch nochmal einen Eingang. Hier auch. Hä? Ah. Einfach nur Opfergaben. Und Zeugs. Zeugs. So, wir sind fertig mit der Attika. Jawohl. Das war eines der größeren Gebiete, gell? Ja, das war wirklich ein großes Gebiet. Es ist auch wirklich ein großes Gebiet hier. Obwohl, oh mein Gott, das haben wir noch nicht. Wir sind noch immer nicht fertig, das gibt's nicht. Hier ein Fragezeichen ist noch offen. Und den Söldner müssen wir da auch hier unten killen. Hier haben wir noch eine Daily. Ja, komm, machen wir die noch. Dann gehen wir runter zur Insel. Dann machen wir den einen Söldner noch, dann runter zur Insel. Und dann gehen wir nach Chaos. Oh, Kazuma! Du hast es geschafft! Schau, wie schnell das ging! Holy shit! Du hast endlich Urlaub! Bis Januar hast du gesagt, gell? Nice. Bis Januar. Ja, nice. Das ist geil, ja. Dann wünsche ich dir schönen Urlaub. Und weißt schon, was du machst? Welches Spiel wird gesucht? Ja.
wollten einen Witcher-Durchlauf starten, aber Witcher 1 ist jenseits von Gut und Böse, das kannst du nicht spielen. Kannst ja mit Witcher, kannst, du kannst ja dir eine Zusammenfassung geben und dann mit Witcher 2 anfangen. Ich habe nach dir gesucht, wegen deiner Nachricht. Was ist passiert? Banditen haben meine Ohrringe gestohlen. Nur deine Ohrringe? Du hast Glück am Leben zu sein, glaub mir. Es geht nicht um gewöhnliche Ohrringe. Was macht sie so besonders? Waren sie das Geschenk eines Liebhabers? Nein, auf ihrer Rückseite stand eine wichtige Nachricht an den Athener Befehlshaber. Schmuck lässt sich leicht für Geheimbotschaften umfunktionieren. Männer beachten ihn kaum. Und jetzt soll ich sie den Banditen abnehmen. Ha, zwei Dumme, ein Gedanke. Verlass dich auf mich. Gut, bitte kümmere dich diskret darum. Überlass das alles ruhig mir. Okay. Auf Remaster warten und am 14. trotzdem schon mal Witcher 3 Next Gen Update spielen. Ja, das mache ich ja, ne? Also ich warte ja auf das Remaster. Und dann könnten wir wahrscheinlich... Das wäre eigentlich ziemlich geil. Das wäre eine geile Idee, weil Witcher... Da kommt ja noch ein neues Game ja auch noch raus, ne? Da könnte ich dann... Ich warte einfach auf das Remaster und dann haben wir einfach vier Spiele. Dann können wir Witcher-Marathon machen. Das ist auch eine geile Idee eigentlich. Das war's. Eine Truhe gibt's keine hier, gell? Aber hier. Ah, ich muss nicht jede Truhe mitnehmen. Kann ich auch gar nicht. Weh, aber das, ich sag mal so, die Truhen von diesen Banditenlagern aber und so, die respawnen ja immer wieder. Bringst du mir gute Nachrichten, Weltling? Bedien dich ruhig. Du hast mir mehr geholfen, als du ahnst. Danke. Ich habe jemanden wie dich gesucht. Rhea hat sich angeschlossen. Die ist wieder blau. Direkt entlassen. So. Gut, dann haben wir die Quest hier oben auch jetzt. Jetzt können wir auch schon hier runter gehen. Das passt eh, weil wir müssen dann eh sowieso in den Süden für die Insel. Jo! Dum, 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 dum. Achso, wir haben ja einen Punkt, Fähigkeitspunkt. Jetzt natürlich die Frage.
den Spartiatenkrieg. Oder hole ich mir noch... hier haben wir ja noch zwei fehlende Fähigkeiten. Ja. Den brauchen wir noch. Den brauchen wir noch. Fürs leise Ausschalten. Für die ganzen Speer und so. Das ist schon wichtig. Hier werden sie besonders wachsam sein. Kann ich gleich mal probieren. Sogar legendary. Schlecht. Nimm dein Schicksal in die Hand und segle mit mir auf meinem Schiff. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Zugefügter Schaden, Ausdauerregeneration. Okay. Oh, hier haben wir auch wieder einen neuen. Ach, Feuerschaden. Die mal mit ihrem Feuerschaden. Oh. Schau, was wir schon ausrüsten können. Waffenschaden wird zu Giftschaden. Boah, 270. Wie Schaden das macht. Holy moly. Das ist ein heftiger Dolch. Ist auch so eine gute Rüstung eigentlich. Tragen wir auch schon sehr lang jetzt. So, was haben wir hier? Kriegerschaden. Oh. Oh. Oh ja, das ist nicht schlecht. So, dann sind wir hier fertig.
Ich sollte vorsichtig vorgehen. Und wir wollen hier runter. Eine weitere Reise. 1000 Meter. Sind wir ja schneller mit dem Schiff, oder? Sind wir schnell, dass man. Ja, komm. Da fahren wir mit dem Schiff hin. Waren wir eh schon lang nicht mehr. Schiffstafelgehäng. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Oh, und wir haben jetzt hier. Willkommen zurück! An Bord liegt eine Nachricht für dich. Sie kommt von den Delischen Inseln. Einer der Kultisten ist dort Alexios. Aha. Sein Name ist Odarkes. Du liest meine Nachrichten, Barnabas. Ich habe nur mal reingelinst. Das ist aber frech. Wir haben jetzt hier Spartaner. Spartaner als Krieger hier auf dem Schiff. Spartanische Schiffe müssen wir sowieso zerstören. Dann können wir ruhig machen. Die vergessenen Geschichten, Odyssee in die Vergangenheit, ein Freund zum Sterben. Wie alle großen Abenteuer fingen auch Alexios und Barnabas klein an. Was als einfache Rettung begann, entfaltete sich schnell zu einer epischen Geschichte voller Götter, Monster und Gespenstern aus der Vergangenheit. Okay. Spuren, aber es wird nicht einfach. Naja, es ist ein Anfang. Jetzt können wir nur dem Weg vertrauen, den die Götter für uns gewählt haben. Ich bin nicht der Einzige, der nach meiner Mutter sucht. Der Kult wollte Nikolaus tot, dann sind sie auch mir auf der Spur. Oh, die sind dir nicht gewachsen. Das siehst du richtig. Wir sind auf offenem Gewässer. Was zum Anlegen hier? Bruder bereit! Athena-Schiffe, brauchen wir Athena-Schiffe? Wir müssen nur die Spartaner angreifen. Mach die Ruder bereit! Die kann man ja nirgendwo anlegen. Müssen wir rüber schwimmen wahrscheinlich. Ruder auf Position! Alter. Mehr hören! Der Kapitän verlässt das Steuer!
Und sonst gibt's hier nichts auf der Insel. Ah, hier ist noch was. Hier könnte auch noch was sein. Ja. Okay. Dann wissen wir Bescheid. Ich habe sie nur betäubt. Ich habe mit Betäubungsfeilen geschossen. Oh Gott. Meine schönen Betäubungsfeile. So, das heißt, wir haben das hier auch fertig. Sehr gut. Gibt's nichts mehr. Wir waren fleißig. Sehr schön. So muss das. So, dann noch dort rüber und dann können wir auch schon wieder weg. Huch, was geht da ab? Was ist denn er für einer? Löwenbruder. Schläger. Aha.
Okay, wir haben ihm geholfen und jetzt lass mal liegen. Easy. Gut. Dann wär's das jetzt hier. Sehr schön. Warten wir uns wieder aufs Schiff. Und dann geht's ab nach Chaos. Aber ich werde noch mal hier das Schiff. Ich möchte den Adler gern wieder haben. Wo ist denn der? Hier. Vielleicht Barnabas Mannschaft. Passen die Spartaner? Spartiaten da drauf? Also farblich schon, ja. Ein paar Kagene aufs Schiff. Schon entlassen. Die wurde schon entlassen. So, Chaos ist eh auch gleich hier. Wir können da Schnellreise hinmachen. Ja, das machen wir aber nicht. Man kann keine Schnellreise auf eine Insel, wo wir noch gar nicht drauf waren. Also müssen wir sowieso Spartaner erledigen. Wobei, ja. Der Aussichtspunkt sieht schon sehr gut aus, ne? Den könnt ihr mir auch holen. Ne, den lassen wir jetzt erstmal. Aber wisst ihr, was ich jetzt erstmal mache? Ich werde was Kleines snacken. Wir werden eine kleine Pause machen. Mein Magen knurrt. Ich schaue noch schnell im Inventar. Was wir Neues bekommen haben. Mach Pause, hast ja noch knapp 16 Stunden vor dir. Na klar. Mit Sicherheit nicht. Vor allem in 16 Stunden. Da muss ich schon in der Arbeit sein. Der Ärgste. So. Na klar, yay, Arbeitsstream, kein Problem. So, gut. Wir haben alles gecheckt. Ich speichere hier nochmal. So. Hau mich auf den Desktop. In der Hoffnung, dass der Controller wieder dann irgendwann funktioniert wieder. Und wir machen nach einer kleinen Pause gleich wieder weiter. Bis gleich.